Ja, und damit begrüße ich euch zurück zu Let's Play Mad Tycoon 2. Unser Konto ist im Moment ganz gut geschrumpft. Aber jetzt ist Weihnachtszeit, Verkaufszeit von... Also, wir haben auch Mad Games gewonnen. Das pusht die Verkäufe. So, die Games Legendary Station 1 hat nur 1,6% Marktanteil. Die 2 hat schon 0,1%. Mal gucken. Forschung. Oh ja, sehr schön. Da fehlt auch noch einer. Was sagt das Game Testing? Ah, die Gegenstände der Stufe 3 wurden freigeschaltet. Sehr schön. Jack Bond, License to Die, der erste Teil unserer neuen IP, ist vom Markt genommen. 1900 Legendary Station dadurch verkauft worden. War aber ein Verlustgeschäft, was abzusehen war. Wie gesagt, eine neue IP auf einer so geringen Marktanteil zu veröffentlichen ist ja echt ein Himmelsfahrtskommando, ein Verlustgeschäft, sagen wir es so. Aber es ist natürlich andersrum auch wieder ein Kaufargument. Um sich unsere Konsole zu kaufen. Gibt es hier auch welche? Okay. Noch nicht zumindest. Dann arbeiten die alle besser. Ihr könnt mal Werbung machen. Programmierer. Fehlt uns sogar noch. Was sagt? Oh, 65,6 Millionen Kredit können wir aufnehmen. Hey! Einer deiner Entwickler hat unerlaubte Screenshots und Informationen über dein aktuelles Spiel an ein bekanntes Spielezeitschrift geschickt. Glücklicherweise wurde der gedruckte Bericht positiv aufgenommen und hat das Interesse gesteigert. Hype um 19 gesteigert. Jetzt sind wir bei 65. Ihr seid fertig. Dann füllen wir hier mal auf. Oh, hier scheint einer zu viel drin zu sein. Egal. Hardware.
Lüfter brauchten wir auf jeden Fall noch. So, vielleicht sollten wir gleich mal wieder ein Spiel entwickeln, was nicht exklusiv ist, um unser Konto was aufzufüllen. Oh, 12,5. Game Designer. Da haben wir auch noch Platz frei für. Moment, Game Design. Doch, klar. Forschung. Das müssen wir bei ihm nach hier bringen. Und erstmal gucken, wen wir dafür entlassen. Forschung. Noch ein Game Designer. Geht denn jetzt gerade ab? Naja, es kommt ja Geld rein. Es kommt ja Geld rein. So ist es nicht. Augenblick, jetzt müssen wir mal was gucken hier. Da haben wir. Das heißt Soundchip und Datenträger. Oh, muss das komplett neu machen. Das schützt hier. So, Soundchip.
und Datenträger. Prozent mittlerweile. Sieht dann langsam ab. Zwei Spiele nehmen. Ah, da können wir nur eine Konsole bewerben. Obwohl, brauchen wir auch noch. Wir brauchen nur noch. Sind die anderen auch fertig? Nein, sind sie nicht. Okay. So, jetzt sind sie fertig. 70, 90, ja. Überall neue Bestmarken. 8 Millionen, jetzt schon. Ohne Vertrieb. Und? Immerhin. Immerhin Hit. Sehr schön. Das. So. Was? Preise runter? Nee, verdoppelt. Okay. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Auf zwei Konsolen? Bei 4,1 IP? Kann zwar jetzt nicht sein. Okay. Dann müssen wir jetzt mal wieder ein Spiel machen, was nicht nur für uns ist. So. Letzte Wolfman. In der Zukunft. So, 16. Moment. Oh, die Pony Game Station ist da.
22%. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Der Macintosh. Ist kleiner wie die Pony Game Station. Die ist aber schwer zu. Und 22. So. Was haben wir hier? Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Hatten wir noch keine bessere? Moment. Moment. Zack. Engine. Entwickeln. Geschick. 4. Nein, 3. 3 wollte ich, 3 wollte ich. Kann man ja eventuell noch zu 3 und 4 machen. 3. Geschick. Optimiert. Unser Legendary. Und haut rein. Nichts zu tun? Moment. Moment. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. So. Ist auch schon wieder frei. Ja, dann braucht ihr den Soundchip noch, ne? Da. Unterstützt mal da oben. So. Spiel entwickeln. Fortsetzung. Wollten wir denn da? Lizenz. So, nein. Was hatten wir denn gesagt? In der Zukunft. Drei und PC. Und dich. Oh, da ist ja einiges rot. So, Passwort selbst raus. Online muss raus. Können wir leider noch nicht bedienen. Raus, 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 raus. Raus. Geschicklichkeit nicht. Da habe ich immer Sieg raus. 3 Stück müssen noch raus. Level Editor. Lenkrad Support. Level Editor rein. Quicktime Events raus. Splitscreen raus und da sind wir wieder bei. Voice-over-IP haben wir noch drin. Oder denn? Da.
Diesmal vergesse ich euch nicht. Ich weiß nicht, warum sich hier so wenig verkauft. Oh, ein Exklusivspiel für uns. Von unserer Tochterfirma. Drei Spiele. Das geht jetzt hoch. 0,2%. Hier aber. Die fällt runter. 0,4 nur noch. Da, zack. So, Kostenreduktion im Moment von 7,6%. Sehr schön. Bei unserer neuen. Und da hat mal 30,9%. Ja. Moment mal. So. 30,9. Mal das. Vielleicht kriegen wir noch ein paar verkauft dadurch, weil die billiger ist. Hier machen wir jetzt 58 gewinnen. Sehr schön. Aha. Vier. Die drei. So. Die zwei ist die Vorgängerin. Ja, du bekommst das Gehäuse. Gehen wir schon auf 7? Und dann nehmen wir 6. Gehen wir auf 7. Controller. Modern. Als Spiel beigelegt bekommst du Was legen wir dir dabei? Neu. Wieso hatte ein Was von 1980? Wir sind 1995. Kann man auch noch zu tun. Moment. Oh, Erscheinungsdatum, so. Ein 90er Bewertung, 95er Bewertung. Tun wir dich dabei. Dann können wir nämlich den Nachfolger pushen dadurch.
weil die Leute den Vorgänger halt kennen. Internetfisch! Abwärtskompatibel zur 1. und zur 2. Konsole. Freundesliste, Crossplay. Was war alles? Okay. Ja, und da sind wir, unsere dritte schon am Bauen. Die zweite ist gerade auf dem Markt und wir sind schon an der dritten dran. Ich glaube, das könnte ein bisschen schnell sein gerade. Andersrum. Ich wollte gerade sagen, dann können wir für drei Konsolen gleichzeitig entwickeln, aber da müssen wir. Was ist denn hier los? Gar nichts geholt? Dann müssten wir ja tierische Einbußen bei der Legendary Station 3 einnehmen, wenn wir auch gleichzeitig noch auf der ersten mitproduzieren. Und nee, das geht natürlich nicht. Techniker, ein Techniker, ein Techniker. Und dann noch ein legendärer. Und kannst direkt danach aufhören. KI erforschen. Du warst das 10.000. Nein, jetzt habe ich 100.000 gemacht. Weil das noch so eingestellt war von Jack Bond. Na gut. Na gut. Dann ist das so. Ein Grafiker. Ein Grafiker. Zack. Der kommt sogar gut. Der hat uns eben einen abgehauen. Grafik. Anti-Cheat-Software. So. Das ist also auf dem neuesten, aktuellsten Stand. War es diesmal. Und ich habe gerade etwas gesehen. Flur. Einmal da oben. Zweimal. Millionen nur noch. 4,3 Millionen. Junge, Junge, Junge. Noch Zeit, dass das Game rauskommt. Sound Artist.
Forschung. Und noch einer. Und jetzt Sound Artist. Lass mal gucken, wen wir da rausschmeißen. Knapp 50 Millionen haben wir mit der Legendary Station 1 eingenommen. Die 2 kommt auch langsam auf den roten Zahlen, wenn man bedenkt, dass wir 40 Millionen an Fördermittel reingesteckt haben für Spiele, die noch nicht erschienen sind. Testing. Da ist noch mehr Geld reingesteckt worden. Ich stehe mal wieder bei 28,5 Millionen minus. Aber die Pole programmieren jetzt wenigstens A für unsere Konsole und B exklusiv. So, jetzt kommt noch. Oh, die sind ja auch noch nicht fertig. Müssen wir jetzt hier unten noch warten? Eins, zwei, drei. Einmal das. Dich entlassen. Dich entlassen. Und dich entlassen wir auch. Nee, ist keiner zu viel. Okay. Sah gerade so aus. Wir haben zwar nur 2 Spiele, aber dafür 2 Konsolen. Ihr habt gerade nichts zu tun. Gameplay Future und ja. Hau rein.
So, dann müssen wir nur warten, dass er fertig wird. Sofort habe ich erforscht, echt. Hab ich gar nicht mitbekommen. So, fertig. Schießen. Bamalang, 93%. So. Produzieren. 500.000, 10.000, 1.500. Was haben wir denn da Neues bekommen? Third-Person-Shooter, okay. So. Wir entwickeln ein kostenpflichtiges Add-on. So, ach, guck mal hier. Da sind wir nach 4 Wochen schon quasi aus den roten Zahlen. Wunderbar. 1,5 Millionen. Jetzt geht's wieder hoch. Und das, obwohl der Hype gar nicht mal so hoch ist. Moment. Öffnen wir mal eine kleine Demo. Dann könnt ihr noch mal eine Marktforschung durchführen. Ach so, hat Add-on. Wieso? Eigentlich, hä? Wieso kriegt ihr abgezogen? Forschung. Nächster Trend mit 80%iger Wahrscheinlichkeit: First-Person-Shooter auf dem Fahrrad. Jawoll! 74% der Zielgruppe spielen regelmäßig an Spielautomaten. Okay, 22% der Spieler haben Internetzugang. Angesagtesten Plattform: Computer, GameStation. Und ja, am wenigsten Interesse
sind wir zum Glück nicht bei. Shit, warte mal. Ah, die sind fertig. Ach ja, es ist ein Add-on. Ich hab grad gedacht, ich hätte die vergessen. Jawoll! Ein Hit-Add-on! So, dann bedienen wir jetzt gleich mal wieder unseres. Drei, vier. Schön zwei, drei und vier kann die bedienen. Wird aber optimiert auf die Legendary Station 3. So, wie sieht's denn hier aus? Zweiter Trend, den wir gesetzt haben. Dein Spiel und dasselbe Spiel. Dasselbe Spiel. Sogar den gleichen Trend. Geschicklichkeit plus Haustiere. Ja, ist ja geil. So, Moment. Game Designer. Damit ist aber nicht der Trend gekommen, der in der Marktforschung prognostiziert worden ist. Game Designer. Moment. Marktübersicht. Quatsch, Mitarbeiterübersicht. Game Design. Boah, guckt euch das mal an hier. Echt jetzt? Ich habe, ach so, ich wollte gerade sagen, ich habe sonst keinen dieser Grafikprogrammierer mehr außer mir. Der ist schlechter, aber eigentlich. Würde ich jetzt gar nicht gucken, dass wir nur Game Designer hier haben. So. Der rennende Wolf braucht wieder Unterstützung. Endlich mal wieder ein. So. Mad Games Awards. Ah ne, ne. Auszeichnung, das wollte ich gucken. 17 Mal Spiel des Jahres geschafft. 26 Hits, 2-mal Publisher des Jahres, 11-mal bester Soundtrack, 2-mal Trendsetzer
Einmal Entwickler des Jahres, einmal 12-mal beste Grafik und eine goldene Schallplatte haben wir bis jetzt in 30 Jahren erreicht. Verkäufe. Also es scheint so rumzugehen. Das sind die Monate, wo wir eigentlich nur Exklusivgames auf dem Markt hatten. Jetzt haben wir ja hier wieder eins, was. Oh, hier sind Bugs aufgetreten. Moment mal eben. Fixing. Das könnt ihr nicht. Dann müssen die ein Patch machen. Ja, alles klar. So. Eigene Spiele, da wollte ich hin. Meine IPs. 1, 2, 3, 4. Vier große, dicke IPs. Rand der Götter hat einen Wert von 88,2 Millionen. Euch mal den Umsatz an. 112 Millionen. 112 Millionen. Achtmal Spiel des Jahres. Goldene Schallplatte gebracht. 10 Hits, zweimal Trendsetter. Diese Reihe. Junge, Junge. Sämtliche Spiele der Rand der Götter-IP. Junge, Junge, Junge. 11 Spiele auch schon. Ach so, die zählt der mit. Okay. Wollte gerade sagen, dann müssen das 1, 2, 3, 4 abgezogen werden. Also 7 Spiele im Grunde. Ja, auch 72, fast 73 Millionen. Nicht schlecht. Hier haben wir 44,75 Millionen. Auch nicht schlecht. Nur 9,36 Millionen. 50 Millionen. Fußballmanager. Da müssen wir noch mal dran gehen. Babylon 9 natürlich auch. Ja. Das war das. Am Markt befindliche Spiele von der Tochterfirma. Keins. Bundles haben wir noch keins rausgebracht. Umsatz. Rand des Wolfs am Waldsee. 44,6 Millionen. Junge, Junge, Junge. Aber dass die zwei sich ja zwischengeschränkt haben. Und Moon Wars. Das wundert mich schon. Ja, das waren unsere Exklusivdinger. Okay. Adventure Tools. Gut Minus gemacht. Gut Minus. Richtig gut Minus gemacht. Kramlin. Eben ließen sie sich nicht kaufen. Boah. 9 IPs. Und alle richtig mies? Tatsächlich. Millionen minus. Wie kann man denn dann diese IP weiter fortführen?
So, Judged Company. Okay. Die 2. Da müssen wir noch. Ah, Moment mal. Studie einstellen. Nur exklusiv für eigene. Okay. Zwanzig Millionen. 85 das letzte Game, also da ist noch keins von auf meiner oder unserer Konsole erschienen. 91 exklusiv auf der Commander C63. Okay. So, Exklusivtitel 82. Auf jeden Fall beides macht Gewinn. Sehr schön. Spiel produzieren, Add-on 100.000. Obwohl, die können wir direkt nochmal produzieren, weil die Hälfte ist ja schon weg. Was haben wir denn hier noch? Die unterstützt ganz einfach. Ihr seid noch an der Engine dran. Ein Soundartist. Arbeiterübersicht. Soundartist. Dich und dich entlassen. Weil wir hatten eh ein zu viel da drin. Arbeitsmarkt. So. Der Techniker haben wir keinen neuen und haben wir trotzdem so. Produzieren unser Add-on 20. 200.000. Millionen wieder. Ah, das ist durch. Welche Engine hat man gerade abgedatet? Welche Engine hatten wir abgedatet? Entwickeln. Ah ja. Survival. Das bedeutet. Wop. Babylon 5. Haben wir noch ein anderes? Nein. Computer. Haben wir da noch Lizenz für? Nein. Erwerben.
Unbelievables. Die haben keine gescheite Bekanntheit. Moment. Babylon 9. The Unbelievables. So. Ist noch im Bau. Lalalala, dann müssen wir aber auf 3 runtergehen. Ach so. Zack. Hier gar nichts umgestellt. Das war es, Babylon 5. Da. Zack. Weltall, Alltagsleben ist falsch. Rollenspiel. Das Börsen war richtig, ne? Babylon, ja, First Börsen. Okay, Alltagsleben ist falsch. 30, 30, 30. So, ne? Wupp, wupp. Ja. So. Alltagsleben war nicht gut. Dann nehmen wir jetzt die Apokalypse. Und nicht im Weltall. Hopp, hopp, hopp. Sondern in der Endzeit. So. Das bleibt, das bleibt. Wupp. Hat mir irgendwas richtig? Nein. So. Was hättet ihr denn gerne länger? Höhere Spiellänge. Bessere Spieltiefe. Zu sehr für Casual Gamer. Mehr Innovation. Besseres Level Design. Missionsdesign. Zu harmlos. Und zu einfach. So, dann nehmen wir den Charakterdesigner und die Story was runter und die Zugänglichkeit. Zubabam. Raus.
VoiceOver IP. Ist unsere drin, ne? Ah, ist ja ein Exklusivspiel, ja. Da müssen wir halt rausnehmen. Den noch rausnehmen. Hier wo ich noch irgendwas, was online war. Dich schon mal raus. Den können wir rausnehmen. New Game Plus nehmen wir raus. Warum hat da auch zwei Passwort Saves raus? Survival hatten wir genau. Das können wir auch rausnehmen. Ja, alles einstellen. So. Und ob Babylon 9, The Unbelievables, ein Hit oder ein Flop wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Es ist wieder soweit, die Stunde ist rum. Daher bedanke ich mich für euer Interesse und sage wie immer, bleibt gesund, mir gewogen, habt viel Spaß bei allem, was ihr unternehmt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer Dein Aiden Croft.